übrigens von Männern in weißen Plastikkostümen. Carsten Strauch hier, ihr kennt mich vielleicht von Sketch History oder Götter wie wir. Ich habe für meinen YouTube-Kanal einige Videos gedreht mit dem deutschen Stormtrooper Dieter Palo. Und wie man Star Wars bei sich zu Hause dreht, das zeige ich euch gleich. Den neuesten Clip mit Stormtrooper Dieter findet ihr hier oben. Und das Interessante daran ist, dass tatsächlich all diese Videos hier in meinem Arbeitszimmer entstanden sind und das Filmteam aus genau zwei Personen bestand, also ich vor der Kamera und Piotr J. Lewandowski dahinter. Die Aufnahmen wurden komplett vor Greenscreen gedreht. Ich habe dabei nicht nur Stormtrooper Dieter, sondern auch alle anderen Stormtrooper gespielt. Wir hatten sowieso nur das eine Kostüm. Bei dieser Szene einer 80er-Jahre-Disco auf der Starkiller Base waren das dann schon einige Personen und ich habe auch immer darauf geachtet, dass sich der Tanzstil pro Charakter jeweils ein bisschen unterscheidet. So dachte ich zumindest. Also wenn ich es mir jetzt im Nachhinein ansehe, sieht es doch alles relativ ähnlich aus. Aber emotional sind die alle ganz unterschiedlich drauf. Das sieht man jetzt nicht, aber es war schon wichtig für die Szene. Ist das der Proteinshake? Ja, den wollte ich auch erst nehmen. Na ja, dann habe ich Saftgulasch genommen, da weißt du, was du hast. Der Schmorbraten. Der soll übrigens auch sehr gut sein. Habe ich gehört, der weiß natürlich nicht. Was ist denn jetzt hier? Ach, warst du das hier mit dem Tablett oder was? Super, ja, einfach rüber. Bei diesen Komparsen im Hintergrund war das Problem, dass wir hier bei der Aufnahme gar nicht so viel Platz hatten, als dass ich die komplette Laufstrecke hätte zurücklegen können. Daher haben wir sehr strategisch diese Fensterverstrebungen eingesetzt. So ist die Strecke innerhalb eines Fensters eigentlich die Komplettstrecke, die hier in unserem Raum zurückgelegt werden kann. Und dieses Stück haben wir dann immer wiederholt für die weiteren Fenster. Der Übergang ist jeweils hinter der Fensterverstrebung versteckt. Man muss dann nur darauf achten, dass der Laufrhythmus immer synchron bleibt. Die ganzen Hintergründe habe ich dann übrigens auch selbst im 3D-Programm Blender erstellt. So sind verschiedene Räume und Landschaften entstanden, bei denen ich die Originalkamerabewegungen über Tracking-Marker dann später im virtuellen Raum nachvollziehen konnte. Aber auch die TIE Fighter und Droiden habe ich in Blender gebaut. Hier zu sehen zum Beispiel ein Droide nach dem Einkauf beim Discounter. Allerdings, wenn man genau hinschaut, sieht man am K im Logo auf der Tüte, dass hier nicht etwa bei Aldi eingekauft wird, sondern auf der Starkiller Base kauft man natürlich bei Killy. Ja. Die Bewegung der Tüten werden vom Programm dann nach den physikalischen Parametern simuliert, also Gewicht, Schwerkraft, Beschleunigung etc. Wenn man hier nicht alles richtig einstellt, kann auch schon mal sowas passieren. Auch sehr kraftvoll, ich würde jetzt fast sagen expressiv, aber vielleicht doch ein Tick zu dynamisch. Neben Stormtrooper Dieter gibt es in einigen Clips noch eine zweite Figur, und zwar den Bajotaner Bernd. Fun Fact zu dieser Figur, das ist eigentlich die Frisur von Rainer Langhans, den ich bei Sketch History gespielt habe. Die Perücke habe ich einfach falsch rum aufgesetzt, darauf kommt dann diese Fliegerbrille, da habe ich die Gläser entfernt und durch diese grünen Flächen mit Tracking Marker ersetzt. Die Augen haben wir separat gedreht und die wurden dann in After Effects in die Brille integriert. Das rechte und das linke Auge zeitlich versetzt, sodass sie sich unabhängig voneinander bewegen. Ja, Puppe, was ist leider? Ich bin der Unterplatz, du fitschst den Teil der ja? Ach so, ja. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick gewinnen, wie man Star Wars zu Hause dreht. Hier findet ihr das aktuelle Video mit Stormtrooper Dieter. Da gibt es noch ein Video von MySpaß. Und das MySpaß-Abo bekommt ihr über diesen formschönen Button. Wahnsinn. Ja, also ich glaube, ich klicke direkt alles an.